Erkenntnissen, aber es gibt sie. Es gibt die richtigen Hotels, diese fantastischen, wunderbaren Grand Hotels. Hier in Hamburg ist doch eins in der, hier, wie heißt das, Roten Baumchaussee. Wie heißt das, Grand, hilf mir nochmal. Genau, Grand Reservoir Hotel. Und die haben eine ganz tolle Lounge und im Empfangsbereich steht ein Flügel und gepolsterte Sessel, so wie ein Publikum, aber mit Tischen. Die Leute bestellen Unmengen Alkohol oder Kaffee oder Kuchen oder alles zusammen. Und der gesamte Pöseldorfer Sektadel, der ist also vollständig versammelt. Mein Publikum, ne? Ach, diese Damen, Klilla, ich sehe hier da Prinzessin von dazu mal und so. Och, toll, wunderbar, Herr Steuerberater. Ach, Sie haben wieder Freigang. Das freut mich aber. Und Sie hier, ach, das ist nett. Und das ist Ihre neue Pflegerin. Ja, die sieht auch netter aus, ja. Genau. Also wirklich, alle versammelt, wartend auf meine Musik. Und diese Umgebung, das ist genau das, was ich brauche. All of me. All of me, why not take all of me? Can't you see, there's no life without you? Take my lips, I wanna use them. Take my heart, your goodbye leaves me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. Why not take all of me? Das war doch wohl nicht alles. Ja, genau, mein Triumph. Und ich warf mich in den Applaus hinein. Ich sprang in diese ganzen reifen Damen mit ihren nach Chanel duftenden Dekolletés. Und eine, jetzt ist langsam genug, ja, danke. Eine Dame, die ich natürlich schon kannte, umarmte mich, zog mich an sich. Und dann sagte sie zu mir, ich will alles von dir. Du sollst auf meinem Kreuzfahrtschiff Klavier spielen, mein Troubadour. Gräfin von Suchard, 84 Jahre alt, 1,60 Meter groß, 49 Kilogramm, Schweizer Milliardärin, kommandiert seit ungefähr 40 Jahren
das familiäre Schokoladenimperium. Und nun hat sie es aber doch verkauft für 7 Milliarden und hat sich aus Langeweile dieses Kreuzfahrtschiff, die MS Troubadour, gekauft. Und naja, ich bin offensichtlich ihr Troubadour. Ich soll auf dem Schiff Klavier spielen. Ja, also diese, wenn eine Frau 40 Jahre lang einen großen Schokoladenkonzern kommandiert, dann bleibt dieses Verhalten. Ich darf das mal illustrieren. Also sie sehr dünn, sehr mager, immer, also seit sie 14 ist, starke Zigarrenraucherin, schon vom Frühstücksbuffet an immer ein violettes Abendkleid. Und sie geht dann durchs Schiff und macht deutlich, wenn ihr etwas nicht gefällt. Das kann aber nicht wahr sein. Das kann aber nicht, kommt dann alles hier. Kommt dann alles nicht mehr. Und solche Frauen haben immer eine ganz bestimmte Art von Kindern. Hinter ihr her dackelten zwei dickliche 60-jährige Zwillinge mit malvenfarbenen Sommeranzügen, die immer Angst hatten, dass irgendwas passiert. Mutti, Vorsicht. Mutti, nicht so schnell. Grauenhaft hier. Mutti, Vorsicht, da hinten kommt eine Treppe. Enttäuschung meines Lebens. Grauenhaft, auch noch zwei. Mutti, warte auf uns. Mutti, warte auf uns. Wir sind noch nicht so. Oh mein Gott, ich glaube, hier ist gebonert. Glück gehabt. Und dann saßen wir auch schon in ihrem Privatflieger mit dem schönen Taufnamen Zärtliche Versuchung.